Guck mal, da ist es. Nam, 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 nam. Oh mein Gott. Oh, oh Gott, diese Nieten. Oh, Essen, ist... Essen. Ich muss es wegbringen. In Sicherheit. Oder ich lasse es liegen. Beschütze es, beschütze es. Oder kämpf drum. Überforderter Hamster. Herzlich willkommen zu einem weiteren Vlog von eurer Miyuki. Und die Miri ist hier mit am Start mit der Zelda. Und wir sehen glänzende Augen und ein überwältigtes Menschenwesen von der Niedlichkeit eines Hamsters. Du frisst mich nicht Niedlichkeit auf. Oh, über ja. Hyperdimensional, mega. Ich habe gar keine Knuffig. Steigerung für das Wort von Niedlichkeit, was Zelda ausstrahlt. Zelda-Niedlichkeit vielleicht. Meine Kamera? Oh, guck mal hier. Oh, meine Kamera. Ja, Geschenke. Geschenke. Ja, ich liebe Geschenke. Und ich bringe Geschenke auch immer ganz schnell weg. Damit ja, sie mir kann... haben die nicht nochmal klaut, ne? Ja, damit mir niemand die klauen kann. Wie sieht das Ganze hinter den Kulissen aus, wenn man irgendwas für YouTube drehen will und jemand die ganze Zeit irgendwie im Hintergrund was isst? Naja, hier stehen die beiden Softboxen. Ja. Und was machst du da? Was isst du da? Jelly Beans. Jelly Beans. Hm, lecker. Mit Geschmack aus Harry Potter. Es schmeckt nach Harry Potter. Oh, und ich habe Ron Weasley. Hm? Ja, und die Orangenen sind dann Ron. Ja, ja, na, welche drehen wir jetzt? Was drehen wir? Wir drehen die Challenge. Oder das Spiel. Wo haben wir jetzt, wo habe ich jetzt die Klebedinger ja, getan? Die Zettel liegen irgendwo da. Irgendwo im Aquarium? Fernseher. Am Fernseher? Achso, hier. Ja, okay. Hier sind die Klebezettel. Bitteschön. Und dann setzen wir alles hier aufs Stativ. Und dann sieht es, Moment, sieht das alles für, wow, sieht das für hochprofessionelle YouTube-Verhältnisse genauso schlecht aus. So, Leute. So, so sieht das dann aus. Eine verpeilte Persönlichkeit mit Zettel auf dem Kopf. Ui. Hier haben wir erstmal vorgesorgt ein bisschen für die Abendration von Filme gucken und das knuspert. Und das knuspert und essen. Und ich nehme mir ein bisschen von dem Popcorn hier. Hm. Und dann gucken wir ganz viele Filme. Ganz viel. Was? Was hast du gesagt? Das neue Rotkäppchen. Ja, genau. Wo ist mit den Axolotln? Die sind, da haben wir eine Schnecke. Ich glaube, es ist Grant Smith, weiß ich gar nicht. Bubbles ist irgendwie voll abwesend in der Ecke und fragt sich nur, was mache ich hier, was tue ich hier? Und draußen schreit ein Hund rum. Bubbles ist total relaxed. Nom nom nom. Der ist ja auch ein Teddymann. Der ist so süß. Oh. Seine Öhrchen immer. Nam 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 nam. Bitte schön. Halb Mitternacht. Nom, nom, nom. Ja, halb Mitternacht. So. Schmeckt? Ja, das ist lecker, ne? Und man hört Geseufze im Hintergrund. Yay. Oh. Und bei ihm im Sandbad sieht es gerade aus wie ein Saustall. Muss ich morgen wieder sauber machen. Schnecken-Action! Unheimlich! Geil, spannend und okay, lustig. Er kann sich nicht halten. Was geht da vor? Okay, das ist ganz großes Kino. Ich bin gerade auf der Suche nach einem wilden Tier, eigentlich ein Hauskater war. Er ist mutiert. Er wollte unbedingt zu den Vario Cats. Ist unter der Palme. Ist nicht unter der Palme? Wir haben Palmen im Garten. Ich habe es gesichtet. Oh mein Gott! Es ist schwarz-weiß. Es ist, sieht man es überhaupt? Ich sehe gerade nicht, die Sonne scheint so. Ja. Ein schwarz-weißes Exemplar
des männlichen Vertreters von Hauskater. Pederosmus activiotos. Ich habe ihn jetzt so getauft. Das ist jetzt fertig. Bist du eben am Wein vorbei? Du bist jetzt eingekesselt. Na? Hä? Oh mein Gott. Er ist so. Ich will einfach nur in Ruhe gelassen werden und in der Sonne. In der Sonne liegen und Spaß haben und einfach nur den Tag genießen. Willst du dich denn streicheln? Oh. Ich rieche nach. Weiß ich nicht was. Aber ich kann nicht streicheln. Ja. Boah, ist der warm. Wie man sieht, hat sich hier voll viel verändert über Nacht. Wir haben Twinkie entnommen. Entmannt mit allem Möglichen. Und warum? Weil er hochgeklettert ist und ausbrechen wollte. Und weil ich höher einstreuen möchte. Wo ist meine Hand? Weil ich höher einstreuen möchte, weil ich mir das im Video gesagt habe. Und weil die Ebene ein wenig kürzt wird. Und momentan ist das nur so provisorisch, aber das wird sofort geändert, sobald die Ebene, die sich hier unten befindet, hier gekürzt wird. Und ja, den Rest seiner Sachen, die da sind, die muss ich jetzt noch sauber machen. Und ja, so sieht das hier morgens immer aus, 9:30 in Deutschland. Ich sehe gerade perfekt aus. Wunderschön. 10. Wunderschön. Es ist nicht mehr 9:30. Aha, das habe ich auch nur so gesagt, damit die Leute denken, wir sind früh aufsteher. Okay. Ja, und so sieht das hier gerade aus. Hier, guck mal. Wollt ihr auch Bananen haben? Bananas. Lecker. Bananas. Und all der mögliche Rest, der hier auch noch drin ist. Und ja, ist sehr viel. Aufgrund Twinkies Ausbruch versuchen bin ich an diese Nacht dreimal wach geworden, was diese werte Frau hier nicht ist. Sie hat geschlafen bis zum geht nicht mehr und ihr war alles egal, aber mir nicht. Und leider ist mir dann vom Gehege aus mein Handy, weil ich das Licht da anhatte, dann auf das Keramikhäuschen gefallen und wir sehen, es ist kaputt. Zum Glück war keiner drin. Zum Glück war kein Hamster drin, das hätte sonst böse ausgehen können, aber es war wirklich, Leute, ich war dreimal die Nacht wach. Irgendwas mit 1 Uhr, dann war es 3 Uhr und nochmal kurz 5 Uhr. Und ich werde diese Probleme alle beheben, aber leider ist das schöne Rodi-Pet-Haus jetzt kaputt gegangen. Ich werde mir dann ein neues kaufen, sofern ich wieder dann bei Rodi-Pet bestelle, weil es war sein absolutes Lieblingshaus und es ist so schade. Und an dieser Stelle möchte ich auch sagen, dass mir der Gewinner total leid tut, Hamster Close News, weil die Post hat es mal wieder geschafft, das Keramikhäuschen zu zerstören und es kam kaputt an. Das ist auch schon mit allen anderen Tauschpaketen, Gewinnerpaketen passiert, deswegen ist das sehr ärgerlich. Und was sagst du zur Post? Die soll sich mal Mühe geben und ja. YouTuber-Päckchen. Bei mir kommen auch immer Sachen an, ne? Da ist die Hälfte da drin, dann kommt da nochmal ein Paket oder alles ist angebrochen, angeknackst und man muss es wieder umtauschen. Und die sagen dann, Mann ist doch selbst schuld, wer sagt denn, dass die Post schuld ist? Jetzt laut, was war das? Ich glaube, das war Twinkie. Ich glaube, der Wassernapf, der ist da sehr fehl am Platz. Den werde ich dann mal eben rausholen. Das riecht so lecker. Warum riecht es so lecker? Ich glaube, es wird gekocht. Es wird gekocht, das ist der Geruch von Streu am Morgen. Nach allem ist dieser Vlog jetzt auch zu Ende und der Boden knarzt, weiß ich auch nicht. Aber Leute, schaut euch das an. Ich habe versucht, mich zu bessern. Hier seht ihr das alles mal kurz im Überblick. Darüber gibt es auch noch ein extra Video. Aber 20 cm Einstreu, 30 ging nicht, weil, naja, wir haben die Ebene gekürzt. Und ich glaube, das wird jetzt hier ein wenig gerechter sein. Twinkie ist am Schlafen natürlich. Wir haben jetzt gerade am Abend, aber noch nicht eben halt seine Aufwachzeit. Daneben haben wir Zelda. Ich habe jetzt gerade noch an einem anderen Video gearbeitet und freue mich darüber, dass es gerade ein wenig kühler ist, weil eigentlich sollte dieser Vlog ja auch ein bisschen eigentlich früher hochgeladen sein als gedacht, aber die Hitze ist, naja, und ich bin gerade hier selber am Schreibtisch bei mir am Baum. Ach so, ja, schaut mal da. Da habe ich meine Fursona einmal gezeichnet, mein Furry-Charakter, also mein Charakter, den ich gerne verkörpern möchte, die Miyuki, mein Wolf-Fuchs-Hybriden hier, aber ohne jegliche Farbe, habe ich jetzt einfach mal so gemalt und daneben sieht man super aufgeräumt gerade hier, also ja, hier haben wir noch da den EMP-Katalog und hier haben wir mein super tolles
Also mein toller Kopf mit einem Hut drauf, weil ich das irgendwie gerade lustig fand. Und ich habe immer eine Tüte drum, damit da kein Staub dran kommt und damit der Kopf anfällt zu stinken, weil ist ja auch bei jedem guten Cosplay so, dass man das halt immer schön verstaut, damit da auch nichts dran kommt oder bei Verkleidung oder generell bei Kleidung. Und ja, so sieht es gerade aus. Ja. Können wir einmal Ra machen? Ra. Ja, das geht. Gut, ich hänge sogar gerade selber noch am Videodreh hier fest. Also da bin ich hier gerade am Machen, am Tun. Oh mein Gott, Twinkie ist so niedlich. Ah. Und ja, also dann, das war's jetzt mit dem Vlog. Ich hoffe, ich kann ihn dann heute auch noch hochladen und euch damit beglücken. Am Abo-Special bin ich gerade auch noch dran. Und ups, Wolf. Oh, hier ist mein Bandage. Hier sehen wir gerade mit dem Miyuki-Zeichen und der Going for Dance Card. Auf Englisch gesagt. Und hier haben wir noch meine Fanbriefe, die ich nach wie vor nicht abgemacht habe. Aber hier werde ich noch was anderes hinmachen, weil ich habe nämlich hier einige Schäferhunde ausgeschnitten. Die wollte ich da auch noch dran machen. Und mal gucken, ob ich so eine Collage hinkriege, wollte ich mal machen. Hab mir gedacht, Bilder sind schön, kannst ja mal ausprobieren. Und naja, jetzt läuft dazu raus. Und ja, Leute, danke, dass ihr bei diesem Vlog dabei wart. Die Miri hat bei mir übernachtet. Wir haben halt auch die Challenge gedreht, die ihr wahrscheinlich schon auf meinem Kanal entdeckt habt. Vielen Dank. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Vlog von eurem Miyuki-Video. Und schaut mal, wie sie ist. Oh mein Gott. Twinkie ist so niedlich. Man kann es gar nicht fassen. Oh mein Gott. Ja. Danke, Leute, fürs Zuschauen. Wir sehen uns auch beim nächsten Video und Vlog eurem Miyuki wieder. Danke für die 12.000 Abos. Danke, danke, danke. Und ich würde sagen, wir sehen uns einfach wieder. Kommentiert, liked, ob ich mal sagen. Ciao.